So, wunderschönen guten Tag hier beim Daytrading Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid gut drauf und wir gehen auch gleich in die systemische Kryptoanalyse. Schauen wir, was ist heute passiert, beziehungsweise in der Nacht. Wir hatten hier einen sehr, sehr schönen Pump in der Nacht bei Bitcoin. Ja, jetzt seht ihr selber, sind wir hier an der roten bearischen Zone angelangt, bearische Wendebereich. Hier entscheidet es sich, was mit Bitcoin passiert, beziehungsweise in diesem Bereich bis hier oben. Ich habe euch ja diesen Bereich hier schon, ich glaube beim letzten Update-Video war das markiert. Dieser Bereich hier wird sehr, sehr wichtig. Ich erwarte, dass wir hier in diesem Bereich bei 17.600 ungefähr bis 17.700 US-Dollar eine Rejection reinkriegen, dass dann der Markt hier runter geht. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir hier auf einmal komplett nach oben durchschießen. Spätestens hier wird erstmal Schluss sein, in meinen Augen. Und dann sehen wir, was der Markt hier macht. Wenn er jetzt hier runterkommt, ungefähr in diesem Bereich hier, kann ich euch einzeichnen, werde ich mich damit der Long positionieren. Ja, ungefähr bei 16.963 bis 16.725. Wir haben mit diesem Pump haben wir auch diese blaue Sequenz jetzt aktiviert mit Ziellevel hier oben. Das war ja gestern noch nicht der Fall. Da standen wir noch knapp drunter unter diesem High, mit diesem High hier. Jetzt haben wir es durchbrochen. Somit ist die blaue Sequenz aktiviert, die graue Sequenz aktiviert. Aber halt, wie gesagt, das hier ist ein sehr, sehr starker Widerstandsbereich von den Bären. Der Markt muss hier drüber. Und am besten sollte der Markt auch hier in diesem Bereich hier oben knapp an die 18.000 US-Dollar schließen, bevor er zur Korrektur ansetzt, weil dann wäre für mich dieses bearische Szenario mit Ziellevel, kann ich euch auch mal kurz einzeichnen, was in meinen Augen nach wie vor realistisch ist, was aber nicht passieren muss. Nochmal so. Also falls jetzt der Markt hier hochgeht und wir werden hier genau an der Oberkante rejected von der roten Box, dann hätten wir bei Bitcoin, wenn wir einen starken Abverkauf sehen würden, würden wir neue Lows generieren. Und die legen Stand jetzt bei 14.226 bis runter zu 13.411. Das wäre für mich der finale Abverkauf. Ob er kommt, muss nicht sein, aber ich will euch nur darauf vorbereiten, dass es passieren kann, falls wir hier nicht wirklich hier drüber schießen und dieses Level hier rausnehmen bei 18.383 US-Dollar. Also, solange wir hier nicht drüber gehen, beziehungsweise beim Retracement kann ich euch auch einzeichnen, die 18.127 US-Dollar. Solange wir hier nicht drüber gehen, ist dieses Szenario, dass wir einen größeren Abverkauf noch sehen werden, ist in meinen Augen noch valide. Und dann würde sich der Markt, sollten wir jetzt hier an der 88,2er retraced werden, also abgelehnt werden, dann hätten wir hier im Worst Case Stand jetzt für mich wirklich Worst Case 14.670 US-Dollar bis 13.855 US-Dollar, wobei ich denke, dass wir hier eher die 161,8er, also die 14.670 US-Dollar anlaufen könnten. Aber wie gesagt, das sind bloß Worst-Case-Szenarien. Stand jetzt, habe ich ja schon gestern zu euch gesagt, ich muss nach dem SK-System traden, nicht nach dem, was ich denke, vermute, nach Price Action, weil wir haben hier bei Bitcoin, habe ich ja schon gestern zu euch gesagt, wir haben hier dafür, dass wir so eine lange Seitwärtskonsolidierung haben, ist für mich, sind diese kleinen Moves nach oben
nicht stark genug. Also es kann sein, dass wir hier einfach nur etwas Bullisches vorgaukeln, was ich ja schon in den letzten Videos gesagt habe, und dass wir dann hier nochmal abverkauft werden. Es kann sein, muss nicht sein. Deswegen müssen wir jetzt abwarten, was der Kurs macht. Auf jeden Fall, dass wir sagen können, okay, wir haben wahrscheinlich das Bärenmarkt Low gesehen, müssen wir hier in meinen Augen die 18.400 US-Dollar durchbrechen, und dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Bis dahin sollten wir hier in dem Bereich abgelehnt werden, erwarte ich eine größere Korrektur. Die kann natürlich auch jetzt schon eintreffen. Mal gucken, der Markt korrigiert ganz leicht nach unten, noch keine Panik, aber ja. Ich habe meine Trades, wo ich hier unten eingegangen bin, meine Long, habe ich hier oben geschlossen in diesem Bereich, wo ich gesehen habe, okay, der Markt reagiert für mich nicht impulsiv genug nach oben. Also nach wie vor bei Bitcoin bin ich eher bearischer gestimmt, obwohl wir jetzt hier diesen kleinen Pump hatten. Wie sieht es bei Ethereum aus? Bei Ethereum seht ihr hier ein ganz anderes Bild in meinen Augen. Wir haben hier diese grüne Sequenz in der Nacht und im Laufe des Tages, beziehungsweise vorher erst, haben wir komplett gefinished. Seht ihr hier, wir sind reingelaufen, perfekt ins Ziellevel reingelaufen. Aber auch hier gilt bei Ethereum, wir müssen dieses High hier rausnehmen. Die 1.353 US-Dollar, die müssen rausgenommen werden, dass wir sagen können, okay, wir werden bei Ethereum keinen größeren Abverkauf mehr sehen. Sollte jetzt nicht irgendwas mit der Fed am oder beziehungsweise mit den Inflationsdaten am Donnerstag irgendwas Gravierendes kommen. Klar, kann es noch sein, dass wir hier oben noch abgelehnt werden bei 1.432 US-Dollar. Aber Stand jetzt sollten wir das hier rausnehmen. Dieses High wäre diese schwarze Sequenz dann auch aktiviert. Also am besten über die 1.370 US-Dollar drüber gehen. Dann hätten wir diese schwarze Sequenz auch aktiviert und die hätte dann Ziellevel hier oben bei 1.600 US-Dollar ungefähr. Bis 1.715 US-Dollar, und dann würden wir auch dieses Bärenlevel, also diesen bärischen Wendebereich, die rote Box hier rausnehmen. Also für mich Ethereum eindeutig bullischer zu bewerten, vor allem weil wir einfach hier diese Impulsivbewegungen nach oben sind halt deutlich stärker ausgeprägt als bei Bitcoin. Wir sind hier schon im Ziellevel, bei Bitcoin sind wir es noch nicht, da fehlen noch ein paar Prozent. Stand jetzt kann ich euch genau sagen, wie viel da noch fehlt. Bis zu diesem Bereich ja knapp 2,5%, würde ich sagen. Bei Ethereum sind wir schon drin. Also Ethereum sieht all over, wie schon seit Monaten, bullischer aus. Aber auch hier, wie gesagt, wir müssen hier auch dieses Level rausnehmen, weil sonst kann es sein, falls jetzt Bitcoin hier abverkauft wird, dass wir auch bei Ethereum dann noch einen größeren Abverkauf sehen. Und da können wir auch die Ziellevel mal sporadisch mal so eingeben, was uns erwarten könnte. Da wären wir hier bei 1014 bis 936 US-Dollar. Das war bis vor kurzem auch noch mein Primärszenario, so um den 1000er Bereich hier. 1000 bis 950 US-Dollar, dass wir da nochmal runterkommen. Habe ich euch schon, auch schon seit Wochen gesagt, weil wir halt einfach die markanten Level nicht rausnehmen konnten bis jetzt bei Ethereum. Bei Bitcoin sowieso nicht. Ja, aber wie gesagt, müssen wir jetzt gucken, wenn wir hier drüber gehen, die Sequenz komplett finishen bis zum 200er Extension Level, dann sieht es nicht schlecht aus, aber auf jeden Fall müssen wir die 1355 müssen wir rausnehmen. Und dann kann man gucken, wie dann der Markt morgen reagiert, beziehungsweise heute im Laufe des Tages. Ja, ganz kurz noch die Altcoins, wo wir am Samstag thematisiert haben, die Leute, wo es nicht mitgenommen haben. Punkt 1, Litecoin, heute ins Ziellevel getragen. Glückwunsch an alle, die den Trade mitgenommen haben, vom Samstag bis jetzt. Mana, wunderschön, bis zum obersten Level, bis zum 200 Extension Level durchgezogen, wunderschön ins Ziellevel gebracht. Ja, war ein Community-Wunsch aus der YouTube-Community. Glückwunsch an alle, die den Trade mitgenommen haben. OP sowieso total geisteskrank. Der hat hier die Ziellevel waren hier. In dem Bereich hat er schon komplett durchschossen. Der
schießt gerade echt schön nach oben. Stand jetzt, neue Entry-Level sind bei 1,10 $ bis 1,02 $. Sieht sehr, sehr schön aus. Der Coin, also nicht der Coin, sondern die Marktbewegung sieht schön aus. Wir sollten am besten noch hier drüber gehen, über die 1,42 $ ungefähr. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier mit diesem High, was wir hier generiert haben, will ich auch nur ganz kurz darauf eingehen. Ne, das war diese Sequenz hier, genau. Also wenn wir jetzt hier drüber schießen sollten, dann hätten wir diese schwarze Sequenz hier auch aktiviert und die hat dann irgendwo Ziellevel hier oben ungefähr. Also sieht nicht schlecht aus. Sushi. Auch perfekt ins Ziellevel getragen. Wunderschön. Ja, und das habe ich auch gesagt zu euch am Samstag im Altcoin-Update. Habe ich gesagt, wenn der Markt hier so ein tiefes B generiert, dann ist es oft der Fall, dass er einfach nach oben schießt. Er gibt uns keine Re-Entry-Möglichkeit. Das heißt, wir befanden uns am Samstag hier in dieser Region. Ich habe gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er nochmal runterkommt, sondern direkt ins Ziellevel schießt. Genau das gleiche wie bei Litecoin. Litecoin hatte hier einen Wendebereich. Er hat aber frühzeitig nach oben reagiert. Ich habe dann auch zu euch gesagt, Litecoin ist einfach zu bullish die letzten Monate. Sieht einfach zu gut aus. Deswegen, wenn er hier frühzeitig vor dem BC-Korrektur-Level schon nach oben reagiert hat, habe ich auch gesagt, für mich Primärszenario, er schießt nach oben ins Ziellevel und genau das hat er auch gemacht. Also solche Coins zu traden, so wie Litecoin, die sind sehr, sehr leicht zu traden. Die letzten Wochen und Monate. Alles andere, was Bitcoin so macht, weil Bitcoin ist sehr, sehr schwer zu traden die letzten Monate, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr schwer. Er gibt keine klare Richtung vor. Impulsbewegung, die großen Impulsbewegungen haben wir allesamt nach unten. Ja, seht ihr hier diese große Abwärtsbewegung. Dann hier, sogar hier in diesem Bereich, wo wir keine Volatilität hatten, wo wirklich wenig am Markt los war, selbst hier hatten wir die großen Impulsbewegungen allesamt nach unten. Und ihr seht hier nach oben, es waren immer nur so kleine Peaks, also es waren keine großen Bewegungen bei Bitcoin. Deswegen bin ich bei Bitcoin mittelfristig eher bearish gestimmt. Ethereum sieht etwas besser aus, aber auch, wie gesagt, wir müssen hier diese 1355 müssen wir rausnehmen. Sonst kann es nach wie vor immer noch sein, dass wir hier noch einen kleinen Abverkauf sehen. Und bis sei es was heißt klein, also bis zu den 1000 US-Dollar ungefähr, wäre nach wie vor drin. Wir stand jetzt ungefähr 300 US-Dollar runter, 30% knapp, wenn ich richtig rechne. Also auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Fahrplan steht, Bitcoin muss hier diese Ziele bei, ja, ungefähr bei 17.650 bis 17.750 muss er rausnehmen, darf hier nicht retraced werden, sonst sehen wir hier bei Bitcoin in meinen Augen einen kleinen Abflug. So, ich glaube, das war es dann auch schon. Ich würde sagen, ich melde mich dann morgen wieder zum nächsten Update-Video. Ich werde natürlich die Gruppe, falls irgendwas Gravierendes passiert, werde ich natürlich informieren in der Telegram-Gruppe. Und ja, in dem Sinn gibt es von meiner Seite aus nichts zu sagen. Doch, die traditionellen Märkte können wir uns auch noch kurz angucken. Wie ihr seht hier, wir hatten hier seit Freitag, ja, hatten wir hier diesen immensen Pump, was halt bei Bitcoin wirklich nicht der Fall war. Wenn man das hier vergleicht, was beim Dow Jones jetzt in diesem Fall los war, vom Freitag bis jetzt, und was wir dann bei Bitcoin sehen, vom Freitag bis jetzt, also Bitcoin hat gemacht 3,8%. Der Dow Jones Freitag bis jetzt 2,75%. Aber wie gesagt, wenn so ein Markt wie der Dow Jones 2,75, knapp 3% macht in 2 Tagen, war das früher bei Bitcoin, dann hat Bitcoin 10% gemacht. Ja, und aber jetzt hat er nur knapp ein bisschen mehr gemacht als der Dow Jones. Oder hier S&P 500. Gucken wir mal, was der gemacht hat seit Freitag bis jetzt. Seht ihr? Also sogar der S&P 500 hat Bitcoin fast outperformed. Also
zeigt nicht von Stärke von Bitcoin in meinen Augen. Ethereum, wie gesagt, sieht besser aus, aber auch hier müssen wir aufpassen. Wir müssen diese Level rausnehmen. Und ja, das wollte ich euch noch kurz sagen mit den traditionellen Märkten. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt mir gesund. Passt auf eure Trades auf. Ich bin momentan auf den Sidelines, beziehungsweise ich habe hier bei Bitcoin bei 17.300 US-Dollar einen Short aufgemacht. Bei Ethereum auch jetzt ein Short, aber hier habe ich ein knappes Stop-Loss. Ich werde meinen Trade schließen, sobald wir hier auf die 1.370 US-Dollar gehen, werde ich meinen Trade wieder schließen, meinen Short. Wie gesagt, ich erwarte, dass wir hier bei Bitcoin eventuell abverkauft werden in diese großen Zone. Ja, liebe Leute, also dann, ich wünsche euch nur das Beste, bleibt mir gesund und wir sehen uns morgen beim nächsten Update-Video. Euer Joe von Daytrading Germany. Macht es gut. Ciao, ciao.